Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von City Skylines. Ich glaube, zwischen dieser und der letzten Folge gibt es ein paar Folgen, die ich verworfen habe, weil es irgendwie zu langweilig war. Und deshalb bringe ich euch jetzt erstmal auf den neuesten Stand, denn falls es euch nicht aufgefallen ist, einiges hat sich geändert. Erstens, und das ist glaube ich das Offensichtlichste, es ist Sommer, hurra! Es gibt eine Möglichkeit über verschiedenste Mods, das Wetter auf der eigenen Karte zu ändern, von Sommer in Winter zurück und so weiter. Und ich dachte mir für dieses LP, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass ich das regelmäßig tun werde. Das heißt, wir spielen jetzt die nächsten 20 Folgen oder so im Sommer praktisch und dann wieder im Winter. So, was hat sich noch geändert seit dem letzten Mal? Ich habe meine Müllentfernung und Stromerzeugung und Heizkraftwerke, die jetzt im Sommer gerade natürlich keine allzu große Rolle spielen, verlagert auf eine Insel. Dieser Insel habe ich den Namen Deponia gegeben und kurz gesagt passiert auf dieser Insel hier alles, was ein bisschen eklig ist, wovon wir unserer Bevölkerung nichts erzählen möchten. Hier ziehen wir das Wasser raus, hier pumpen wir das Schmutzwasser wieder rein. Da gibt es übrigens ein ziemlich cooles und interessantes Design für genau diese Sache, da werde ich mich wohl mal mit auseinandersetzen. So, genau, hier sind die Schneedeponien, die haben aktuell auch nicht allzu viel zu tun, logischerweise. Es hat gerade geregnet. Hier ist das Kernkraftwerk. Wir haben jetzt ein Kernkraftwerk, weil ich möglicherweise den Fluss noch ziemlich stark verändern möchte. Und da ist es einfach, naja, ein bisschen, ja, fortschrittliche Windturbinen, 20 davon hier hinsetzen könnte man halt auch, aber das hat halt auch Nachteile, wenn man weiß, dass sich die Flusslandschaft noch sehr stark verändern wird. Und insofern gibt es aktuell nur dieses Kernkraftwerk, das versorgt unsere gesamte Stadt. Genau, was hat sich offscreen noch geändert? Ich glaube, ich habe hier ein paar Viertel dazu getan, spielt aber gar keine Rolle, denn die werde ich wieder abbauen. Ist insofern vielleicht ganz gut, dass ich das jetzt nicht in der Extra-Folge drin habe. Ich werde alles, was hier steht, wieder abreißen. Es gefällt mir einfach nicht. Wir haben uns um den Verkehr gekümmert offscreen. Das hier hatten wir ja als letztes gebaut. Dieser Zedernhügel heißt das Ding immer noch. Ich habe hier eine Richtlinie reingesetzt. Unter den Richtlinien Hightech-Häuser macht, dass der Bodenrichtwert um jedes Wohngebäude herum sich erhöht. Ja, wir haben hier sehr viele Wohngebäude auf engstem Raum, deshalb war das eine sehr sinnvolle Richtlinie und hat dazu geführt, dass das gesamte Viertel aufgestiegen ist. Deshalb seht ihr jetzt diese krassen Hochhäuser. Was ich ebenfalls noch gemacht habe, ist diese Straße ringförmig und in die Luft gesetzt um das Wohngebiet herum. Jeder, der das Wohngebiet verlassen möchte, muss auf diese Straße fahren. So, fährt dann um das Wohngebiet herum von mir aus. Hier ist der Ausgang. Das hier ist, es sollte nur verrückt aussehen und ich glaube, das habe ich erreicht. Verkehrsmäßig funktioniert das super. Das hier ist eine Abfahrt auf eine Abfahrt, die, oh Gott, jetzt Hirnknoten. Naja, egal. Letzten Endes führt es zum einen dazu, dass vor allem Lieferwagen und so den schnellsten Weg hier sehen und hier reinfahren in unsere Fußgängerzone. Die habe ich auch ein bisschen verändert, dazu kommen wir sofort. Das hier ist der Weg, den vermutlich die meisten Anwohner nehmen. Sie fahren hier hin und parken dann hier. Warum parken sie hier? Ganz einfach, weil ich gesagt habe, hey, wir haben hier eine Fußgängerzone, hier dürfen keine Autos fahren, Punkt. Und daran halten die sich auch und parken. Hier an diesen Parkhäusern, wir haben zwei hier stehen. Die Bewohner verhalten sich nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Manche stellen ihr Auto halt hier an die Seite und so weiter. Mal sehen, ob ich mich darum kümmern kann. Auf jeden Fall, jeder, der jetzt hier hingeht, um zu kaufen, wird entweder per U-Bahn hier abgesetzt. U-Bahn-Linien habe ich, glaube ich, auch erneuert. Zeige ich euch gleich. Oder fährt halt mit dem Auto hier hin, parkt hier und geht dann zu Fuß in die Fußgängerzone. Die Fußgängerzone habe ich auch grundsätzlich erneuert. Hatte mir ursprünglich nicht wirklich sehr gefallen. Der Damm hier ist übrigens trockengelegt, merke ich gerade.
Der Kanal, meine ich. Das werde ich gleich noch ändern. Ist nämlich nicht so gedacht. Genau. Das hier ist jetzt die Fußgängerzone. Die sieht schon mal ganz gut aus. Werde ich bestimmt noch ein bisschen schöner hinkriegen. Der Gedanke ist im Prinzip, dass ausschließlich die Lieferwagen überhaupt hier rein dürfen. Alle Lieferwagen, die wir haben, kommen von hier. Diese Autobahnabfahrt ist nur für Lieferwagen gedacht. Die beliefern dann unsere Geschäfte. Fußgänger, naja, müssen zu Fuß fahren oder fahren mit den Bussen auf diesen Straßen, die auch extra darauf ausgelegt sind, dass die Busse möglichst wenig anhalten müssen. Und was soll ich sagen? Funktionieren tut es. Also richtig, richtig gut. Das gefällt mir. Und auch visuell finde ich diese Fußgängerzone, wie sie jetzt aussieht, einfach viel, viel schöner, als sie vorher war. So, an unserem Industriegebiet habe ich tatsächlich gar nichts verändert. Das ist immer noch genauso wie vorher und funktioniert zu größten Teilen auch. Hier sind noch ein paar alte Ruinen, die sind aber wie gesagt alt. Ich werde das Industriegebiet aber verändern, aber das mache ich dann onscreen. So, folgendes habe ich auch nicht verändert. Folgendes ist immer noch genauso wie vorher. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil es halt Sommer ist. Aber im Grunde genommen ist es genauso wie vorher. Hauptbahnhof. Und öffentlicher Nahverkehr. Den habe ich leicht überarbeitet. Beziehungsweise, das hier ist immer noch wie vorher. Die Straßenbahnlinien. Daran hat sich nichts geändert. Gar nichts. Wir haben jetzt einen Flughafen und einen Passagierhafen. Die sind beide deaktiviert, weil sie sonst zu viel Geld kosten. Aber ich habe nur schon mal für die Zukunft praktisch diese Dinger hier hingebaut. Außerdem haben wir einen Bahnhof. Ich glaube, oh, der ist tatsächlich aktiviert. Aber das macht gar keinen Sinn. Also deaktivieren wir ihn einfach mal. So, der Bahnhof spielt erst viel später eine Rolle. U-Bahn-Netz habe ich erneuert. Anders gebaut als vorher. Ich erkläre euch auch kurz warum. Das hier war halt vorher ein Endbahnhof. Endbahnhöfe haben es ein bisschen schwierig in Cities, weil sie nicht so viel Durchlass an Fußgängern haben wie Bahnhöfe, die zwischendrin sind. Und deshalb haben wir den Bahnhof jetzt so gebaut, dass hier der Endbahnhof ist, wo die Züge sich dann praktisch umdrehen. Und hier gibt es zwei Linien. Eine führt zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof aus dann ins Gewerbegebiet. Die andere Linie führt vom Wohngebiet direkt ins Gewerbegebiet. Dort ist auch wieder ein Bahnhof. Hier ist eine Haltestelle, die wird aktuell nur zum Umdrehen benutzt. Spielt also keine Rolle. Genau, jeder dieser Bahnhöfe ist so aufgebaut durch diese Sternform, die ihr hier seht. Jeweils im 45-Grad-Winkel sind die Tunnel angeordnet, dass er praktisch 6 Linien gleichzeitig aufnehmen kann. Das wird noch eine Rolle spielen. Aktuell spielt es keine Rolle. Gut so, denn sonst hättet ihr noch mehr verpasst. Organon Sprengdom haben wir auch noch nicht weitergebaut. Haben nur die Anbindung hier verändert. Angepasst an diese Autobahn, die durch unsere Stadt führt. Das ist übrigens keine wirkliche Autobahn. Kein wirklicher Freeway. Sowohl was die Freeway-Regeln angeht, als auch die Tatsache, dass wir hier normale 50 km/h Straßen benutzt haben. Dreispurig in jede Richtung. Okay, und dann hatte ich ja in der letzten Folge angedeutet, glaube ich am Ende, dass ich im Norden gerne einiges hinzufügen würde. Ach ja, stimmt, wir haben hier noch Outset Island. Auch hier hat sich nichts verändert. Bis auf diese Brücke. Ich habe den Hafen weggemacht und ersetzt durch eine Brücke. So, diese Brücke kommt ja irgendwo her. Und zwar ist diese Brücke eine National Road oder besser gesagt eine Landstraße, also eine dünne Straße, auf der man aber 100 km/h fährt. Und diese National Road führt im Prinzip durch den gesamten Norden. Ich glaube, ich habe Caldera noch gar nicht gezeigt. Durch den gesamten Norden unserer Spielwelt. Den Norden unserer Spielwelt möchte ich letzten Endes gewisserweise... Was ist das denn? Gewisserweise so dörflich anhauchen, so nicht großstadtmäßig, wie wir es auf unserer Hauptinsel haben, sondern eher mit Dörfern durchsetzt. Und hier habe ich tatsächlich auch schon angefangen, fällt mir auf. Ich glaube aber, das hatte mir nicht gefallen, oder?
Oder hatte mir das gefallen? Ich glaube, das hatte mir sogar sehr gefallen. Okay, dann erkläre ich euch kurz, was wir hier gemacht haben. Wir haben ein paar Namen benutzt aus dem Legacy of Kain-Universum. Denn wenn Blood Omen, also ein Spiel von diesem Universum, eines echt gut konnte, dann war es kleine, abgelegene Dörfer darstellen. Davon gab es da sehr viele. Und daher haben wir ein paar Namen daraus benutzt. Das hier ist Wasserbünde, ein kleines Dorf ursprünglich. Ich hatte das eigentlich wirklich klein geplant. Aber dann ist mir so aufgefallen, wie es immer größer wurde. Also so richtig dynamisch. Hier führt übrigens die Landstraße durch, von der ich eben gesprochen habe. Ich habe das Land im Norden sehr verändert via Terraforming. Die Landstraße kommt von hier. Ja, die kommt praktisch mitten aus unserer Stadt einfach raus. Die Autobahn hier wird zu dieser Landstraße in Richtung Norden, fährt dann hier durch. Unter den Schienen durch. Links geht es nach Outset Island. Rechts geht es in diese kleinen Gegenden hier. Das hier ist Wasserbünde. Wasserbünde, der Name rührt daher, dass hier zwei Flüsse, die aktuell noch sehr klein sind, das werde ich aber überarbeiten, zusammenführen und praktisch gebündelt hier durchrasen oder rauschen bis ins Meer hier hinten rein. Daher der Name. War ursprünglich geplant als sehr, sehr kleines Dorf, nur es hat sich sehr rasant. Keine Ahnung, es ist einfach passiert. Es wurde immer größer und bevölkert nun praktisch diese Insel. Ist auch beschränkt auf diese Insel. So, im Detail zeige ich euch das jetzt gar nicht so wirklich, weil ich es im Detail nicht ausgearbeitet habe. Das wollen wir ja auf jeden Fall in den Videos machen. Im Prinzip habe ich hier nur Straßen verlegt und sie Bewohner einziehen lassen. Und bestimmt werde ich hier noch sehr, 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 sehr viel ändern. Insofern nehmt es einfach hin, es ist jetzt da und später kümmern wir uns im Detail darum. Es ist sozusagen ein Concept Art, ja? Es wird nicht genau so bleiben. So, die Straßenführung ist sehr verwirrend, das sollte sie sein, das war Absicht. Ich wollte praktisch rausbringen, dass das dieses Dorf war, das mal klein war und dann rasant einen großen Wachstum hinter sich hat. Und dann wird es natürlich sehr schnell sehr verwirrend. Es ist halt kein geplantes Dorf. So, westlich davon haben wir, östlich davon tatsächlich, haben wir Nachtholm. Auch ein Name aus dem Legacy of Kain-Universum. Nachtholm sitzt praktisch zwischen diesen zwei Flüssen auf so einem Stück Land, das fast so aussieht, als gehörte es da gar nicht hin. Tut es auch aktuell noch nicht. Ich werde es definitiv verschönern mit euch dann. Auf jeden Fall soll Nachtholm dann wirklich ein kleines Dorf gewesen sein. Und das angrenzende Wasserbünde hier ist einfach so schnell gewachsen, dass es dieses Dorf praktisch verschlungen hat. Also es ist kein wirklich eigenständiges Dorf. Hier wohnen nur Einwohner. Und wenn die arbeiten, dann fahren sie halt rüber in das viel größere Wasserbünde. So hat sich das Ganze entwickelt. So, aus Nachtholm führt eine kleine Straße durch die Berge. Und jetzt wird's verwirrend. Ihr müsst euch diese Gebirgskette, die ich hier aufgebaut habe, ihr müsst die euch einfach viel größer vorstellen. Die Maximalgröße von so einer City Skylines Karte reicht einfach nicht, um das darzustellen. Stellt euch einfach vor, hier geht es 10 Kilometer weit. Einfach nur durch einen Pass durch die Berge. Okay? Also diese Distanz ist einfach viel größer gedacht, als sie jetzt wirklich ist. Und hier liegt Ustenheim. Auch ein Name aus dem Legacy of Kain-Universum. So, Ustenheim hat eine Straße. Ich glaube, das sagt alles aus. Das reicht dann auch schon. Es soll halt wirklich ein Hinterwaldsdorf sein, dem keine große Rolle zuspringt. Das zwar an sich wunderschön ist und alles, aber das halt einfach keine wirkliche Rolle spielt. Es ist da, es existiert, aber mein Gott, das war vielleicht auch nur ein Ausversehen. So, hier wohnt jetzt noch keiner. Ich glaube, ich habe auch noch gar keine Gebiete zugewiesen. Ist, wie gesagt, auch nur ein Concept Art. So, wie gesagt, diesen Gebirgspass müsst ihr euch viel größer vorstellen. Und aus Ustenheim führt dann tatsächlich nach rechts
eine kleine Brücke hier zu dem Fluss. Der spielt aber aktuell noch keine Rolle. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Er ist halt einfach so entstanden. Werde ich auch noch verfeinern, definitiv. Und jetzt etwas, worauf ich später, das weiß ich jetzt schon, sehr stolz sein werde. Caldera. Wenn wir mal auf die Rohstoffe gehen. Caldera hat Erz. Und Caldera wird auch später mein Haupterzabbaugebiet in dieser gesamten Karte. Das war ursprünglich mal flaches Land. Also ihr könnt euch vorstellen, wie lange das hier gedauert hat. Und es ist noch nicht ganz fertig, aber im Prinzip ist der Gedanke so, Caldera war ursprünglich ein Fluss. Dieser Fluss wurde dann von Menschenhand wegen des wertvollen Erzes trockengelegt. Deshalb sieht das hier so absurd verklüftet aus. Ist noch nicht ganz fertig, wie gesagt, soll schöner aussehen. Und ja, da wird Erz abgebaut. Und durch dieses Erzabbaugebiet erklärt sich auch der Reichtum dieses nördlichen, eigentlich dörflichen Gebietes hier. So, mal kurz aus der Ferne wieder. Wasserbünde, Nachtholm, ganz viel Distanz, Uchtenheim, das keine Rolle spielt. Dieser Fluss hier, dem ich noch eine Rolle geben werde. Und Caldera, wo wir unser Erz abbauen werden. So, das ist, was ich für die nördliche Region plane. Wie gesagt, was ich jetzt bisher gemacht habe, ist im Prinzip nur Concept Art. Das wird wahrscheinlich zu größten Teilen nicht so bleiben. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf, diese nördliche Region zu bauen. Ach ja, Avernus habe ich noch gar nicht erklärt. Avernus wird eine Großstadt in genau diesem Gebiet hier, das ich gerade mit der Maus nachfahre. Und Avernus soll eine Stadt sein, die im Mittelalter aufgrund ihrer Lage richtig groß war. Und erneut in der Moderne aufgrund ihrer Lage nochmal richtig groß wurde. Also kurz gesagt, Avernus wird ein im europäischen Stil eine kleine Großstadt, die, im europäischen Stil ist. Ich glaube, das sagt schon alles. Sehr, sehr verwirrt, sehr geschichtsträchtig. Geschichtsträchtig ist ein gutes Wort. Und für Avernus plane ich etwa 20.000 Einwohner. Kann man sich schon im Kopf vorstellen, wie das aussehen wird. Sehr verschlungen, sehr verwirrt. Auch gerade weil diese ganzen Hauptschlagadern mitten durch die Stadt durchführen. Darauf freue ich mich schon sehr. Okay, ich habe euch auf den aktuellsten Stand gebracht. Ich habe sehr viel Offscreen gemacht. Das werde ich so nicht mehr tun. Das plane ich so im Grunde genommen nicht mehr. Es hat sich jetzt einfach so ergeben, weil die letzten paar Folgen, die ich ursprünglich aufgenommen hatte, halt echt langweilig waren. Und naja, so. Erstmal, wie schon gesagt, ich bin sehr unzufrieden damit, wie dieses Gebiet um dieses Stadtzentrum hier, Wohngebietszentrum, mittlerweile aussieht. Und deshalb werde ich es einfach löschen. Für euch spielt das ja nun nicht wirklich eine Rolle, denn ihr wart ja nicht dabei, als es entstanden ist. Für mich auch nicht. Ich habe mir offensichtlich nicht sehr viel Mühe gegeben, denn sonst wäre ich jetzt zufrieden damit. Wir fangen einfach mal damit an, dass wir diesen Müll hier entfernen. So, ich wollte nämlich im Prinzip, dass die Mitte dieses Residential, dieses Wohngebiets richtig verdichtet ist. Und dass es dann zur Seite praktisch oder zu den Seiten, wo es geht, langsam ausfadet und immer weniger besiedelt wird. Nur, naja, offenbar ist mir das nicht zu meiner Zufriedenheit gelungen. Ich reiße diese Dinger mal ab. Wie gesagt, euch geht ja dadurch nichts verloren. Ihr wart ja nicht dabei. So, ist insofern vielleicht auch ganz gut an der Stelle. Wir löschen hier Geschichte. So. Die U-Bahn-Tunnel will ich nicht löschen, weil ich sonst das ganze Netzwerk neu machen müsste. Keine Ahnung, wieso es hier einen U-Bahn-Tunnel gibt. Wie gesagt, es ist ein komischer Ort. So, wir löschen hier ganz viel. Oh, wir sind gerade $28.000 im Minus. Das liegt wahrscheinlich an den Gebäuden hier, die ich jetzt entferne.
Die Bevölkerungszahl sinkt zwar, aber eigentlich nicht so krass. Die Dinger können wir auch erstmal entfernen. Wobei ich glaube, wir müssen sie relativ schnell wieder aufbauen. Ach, ich habe jetzt auch das Krankenhaus und so gelöscht. Ja, das, wie gesagt, werden wir alles neu bauen. Ach, Strom. Strom. Klar, durch meine Löschaktion habe ich den Strom entfernt. Deshalb bin ich so krass im Minus. Zumindest teilweise. Irgendwie funktioniert der Strom gerade nicht. Also der gesamte. Ah, weil er von hier kommt. So, jetzt solltet ihr wieder Strom haben. Okay, habt ihr. Gut. Ach ja, dieses Teil hier kann man theoretisch auch entfernen. Die Ausfahrt spielt nicht wirklich eine Rolle. Weil, naja, der ganze Rest nicht mehr da ist. So, das ist der U-Bahn-Schacht. Genau. Wird nicht benutzt, braucht aber auf jeden Fall Strom, denn ich glaube, sonst fahren unsere Züge nicht dahin. So, so, habe ich diesen Schandfleck mal entfernt. Ich habe mal wieder keinen Strom. Woran liegt es? Ach, ich habe jetzt die Ausfahrt und alles entfernt. Okay, ich verstehe schon. Wir warten jetzt, bis es Tag wird. Bodenrichtwert, dachte ich mir. Ihr wollt nämlich diese Dinger hier haben. Sie waren halt vorher schon da und deshalb werden sie nun natürlich sehr arg vermisst, wenn sie plötzlich weg sind. Ich glaube, ich könnte einen an den Fluss machen. So. Okay, ihr habt einen geringen Bodenrichtwert. Das liegt daran, dass ich jetzt unter anderem auch das Krankenhaus und solche Sachen entfernt habe. Ich weiß gar nicht, wo wir weiterbauen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir könnten ein bisschen Landwirtschaftsgestaltung machen. Landwirtschaftsgestaltung? Landschaftsgestaltung meine ich. Ich hatte nämlich vor, dass ich meine Hauptstadt auf dieser Insel hier tatsächlich begrenze nach Süden hin. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mein gesamtes Geld verliere. Dass ich sie praktisch nach Süden hin begrenze durch etwas Natürliches, ja. Oder anders gesagt, nicht mehr durch einen Fluss, wie wir sie jetzt aktuell haben, sondern durch einen Fluss. Nicht durch einen Kanal, sondern durch einen Fluss. Und diesen Fluss werde ich jetzt mal kurz entstehen lassen, der, keine Ahnung, nimmt von mir aus hier eine Kurve. Die Autobahn muss ich dann neu legen, damit die den Fluss durchlässt. Und jetzt habe ich zu viel Erde, macht nichts, ich schütte die einfach mal hier hin. Und kümmere mich später drum. Ich mache das Gebiet mal größer. So. Jetzt haben wir hier voll viel neue Erde erschlossen. Yay. Und mache das Gebiet wieder klein. Entferne. Also mache hier den Fluss weiter. Oh, eine Überschwemmung. Cool. Ich mag Überschwemmungen. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht bin ich ein Psycho. Man weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, hier mündet dieser Fluss. Hier mündet der andere Fluss. Wodurch wir jetzt versehentlich, interessanterweise, eine neue Insel erschaffen haben. Fällt mir jetzt erst auf. Ich bin irgendwie gut darin, versehentlich Inseln zu erschaffen. So, wir löschen die Autobahn und machen sie neu an der Stelle. Ich glaube, das sind nur zwei Wege, genau. Reicht dann auch schon. Um die Autobahn kümmert sich ja Highway Marco. So. Das jetzt der Süden unserer, die südliche Begrenzung unserer Stadt. Wir haben hier praktisch diesen Kanal. Man weiß nicht, warum er da ist. Ich könnte daraus auch einen Fluss machen. Das wäre, glaube ich, cooler irgendwie. Ja, okay, wir machen hieraus auch einen Fluss. Entfernen also weitere Kanäle. Einen Fluss. So, der geht so hier durch. Der ist mir gerade ein bisschen zu gerade, aber das macht nichts. Ich bin nun wirklich gut darin, Dinge krumm erscheinen zu lassen. So, ein Fluss. Um die Bäume und die Entfernung der Bäume und so weiter und so fort, darum kümmere ich mich später noch. Jetzt wird gerade unsere U-Bahn überflutet. Das ist ziemlich cool. Ich mag es, Dinge zu überfluten. Also ich glaube, ich hab's jetzt, oder?
Ja, ich habe es jetzt ungefähr. Ich werde das noch schöner machen auf jeden Fall. Wir könnten ja hier zum Beispiel so ein kleines Detail, so ein kleines Inselchen, das nicht dazu gehört. Ist immer schön. Ich könnte auch hier in die Mitte eine kleine... Oh, ich bin wieder... Okay, anscheinend bin ich ja wieder drin. So, was ich als nächstes geplant hatte, war eine sehr schöne Gegend um einen Fluss. Okay, wir haben jetzt einen Fluss. Also kommt da offenbar jetzt die schöne Gegend hin. Aber erstmal gucke ich, was das hier angeblich für unterbrochene Linien sind. Was? Ach, die Buslinien. Die Buslinien, klar. Ich hatte hier ursprünglich Buslinien. Und die haben jetzt natürlich keine Straßen mehr. Deshalb regen die sich auf. Die sind stinksauer, Leute. Stinksauer sind die. Okay, wir entfernen also mal ein paar dieser Bushaltestellen. Weil das Land, auf dem die ursprünglich standen, gibt es ja nicht mehr. Boah, was man in dem Spiel alles machen kann. So, genau. Eine kleine dörfliche, nicht dörflich, auf keinen Fall, so städtische Gegend, aber schon sehr schön um diesen See herum. Ist jetzt natürlich ein bisschen unschön wegen den Highways, aber naja, so läuft das halt. Jetzt ist wieder Nacht. Ich hasse es, dass es in dem Spiel so schnell Nacht wird. Ich muss die Zeit mal langsamer vergehen lassen. Wir fallen jetzt übrigens ins Minus, interessanterweise. Da oben gibt es Tod und Verderben. Macht aber nichts, noch haben wir Geld. Haben wir eigentlich ein Darlehen aufgenommen? Nein, alles super. Okay. Wenn ihr wüsstet, was ich mit dem Organon-Sprengdom noch vorhab, naja. Fangen wir an. Ich würde sagen, wir benutzen dafür diese Straßen mit Gras an der Seite. Wir wollen ja, dass es schön aussieht. Und diese... Ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen einen Park. Einen großen Park, der im Grunde genommen... Ich mache das besser mit dem Tool. Das wirkt realistischer. Der im Grunde genommen um diesen Fluss und den See führt. Ist er jetzt erstmal nicht weit hergeholt. Weiß nicht, ob ich es bereuen werde, genau diese Straßenart hier benutzt zu haben. Hier ist leider die Autobahn bereits. Heißt, im Prinzip ist dieser ganze Fluss und der See nur von dieser Seite aus schön. Aber das macht nichts. Wir führen unter der Autobahn durch. Ich werde viel hiervon noch umverlegen, das weiß ich jetzt schon. Ich will es nur schon mal markieren für mich. Hier fließt übrigens kein Wasser durch. Ist auch nicht so gedacht. So, das sollte jetzt besser laufen. Oder es kommt gar nicht genug Wasser rein. Ich denke, das ist das Problem. Es kommt hier einfach nicht genug Wasser rein. Warum nicht? Warum kommt von hier kein Wasser? Jetzt schon. Okay, wird sich also langsam füllen. Ich glaube, ich habe den Park zu groß angelegt. Ich glaube, damit werde ich nicht fertig. Okay, wir machen den Park etwas kleiner. So, Straße, diese Straße wollte ich benutzen. So, sagen wir einfach, der Park geht hier noch in einer Brücke kurz drüber und endet im Grunde genommen ungefähr hier. Ich habe gerade die Brücke zerstört. Ich bin sehr stolz auf mich. So, wir werden einfach nur temporär mal ein paar Bäume platzieren, damit ich mir diesen Park ein bisschen besser vorstellen kann. Ganz viele Bäume sogar. Ja, hier wird dann ungefähr der Park durchgehen. Wir machen eine kurze Pause.